Hallo meine Lieben, heute will ich mal Pirashki backen und den Teig mache ich mit Kefir. Hier habe ich Joghurt, genommen, kann man auch Kefir nehmen oder Dickmilch. Hier ist drin 500 Milliliter. 4 Eier nehme ich, 1 Kilo Mehl, 2 Packungen Backpulver, das sind 32 Gramm. In einer Packung habe ich 16 Gramm und ein Esslöffel, nicht so große. Salz nehme ich noch. Und ich mache heute Pirashki mit Hüttenkäse. So, in einer Packung habe ich 250 Gramm. Den Füllung mache ich später fertig. Zuerst mache ich den Teig. So. Jetzt kommt zuerst mal der Joghurt hier rein. So. Joghurt habe ich 3,5% Fett. Das ist fettiger Joghurt. Deswegen nehme ich keinen Schmand oder saure Sahne. Wenn ich Buttermilch, dann mache ich noch immer Schmand rein. Und heute mache ich einfach so. Das reicht. Die 4 Eier. Meine Eier sind klein. Dann haben Sie große Eier, können Sie auch 2 nehmen oder 3, das reicht auch. Ich nehme 4, ich habe kleine, ganz kleine. Und so, das ist ein Esslöffel, aber ich nehme ihn so, nicht ganz voll. Das reicht auch. Das ist so ein schneller Teig, kann man Krebel machen, kann man auch Küchelchen machen von diesem Teig. Ich mache heute diese Pirashki, aber die Pirashki, ich zeige Ihnen, wie mache ich heute. Ich brauche nicht heute so stehen und zukleben. Das mache ich alles schnell, alles gleich. So. Das Mehl habe ich schon durchgesiebt. Jetzt langsam immer nach und nach. Gebe ich Mehl hier rein. Und den Backpulver. Und vermische ich das alles so. Mache ich jetzt fester Teig. Der muss fest sein. Nicht ganz so toll fest, aber zum Ausrollen. So fest, die rollen wir immer aus. Zuerst mache ich mit dem Löffel, dann nehme ich schon aus mit der Hand. Ich nehme jetzt den Löffel raus und mache ich schon mit der Hand fertig. Kommt noch Mehl rein, ein bisschen. Ganz viele brauche ich nicht. Ungefähr so 800, 900 Gramm. Ich mache für halbe Liter, 500 Liter, Milliliter oder halbe Liter, ich sage immer so, das reicht 900, 850 so ungefähr. Aber Sie müssen auch immer gucken nach Ihrem Mehl. Mein Mehl ist auch verschieden. Einmal brauche ich 900, anderes Mal 850 oder noch weniger manchmal. Deswegen muss man immer ein bisschen achten auf das Mehl. So, Mehl habe ich genug dabei gemacht. 100 Gramm habe ich ungefähr ist übrig. Jetzt nehme ich so ein bisschen Öl. Ich muss das die Schüssel ein bisschen sauber machen mit dem Öl und auskneten ganz gut. So, jetzt lege ich ein bisschen Mehl und knete ich auf dem Tisch schon den Teig aus. So.
So, den Teig habe ich ganz gut durchgeknetet. Der ist weich, sehen Sie. Und ich nehme jetzt ein bisschen Mehl in diese Schüssel. Den Teig braucht man nicht lange liegen lassen. Kann man gleich sofort machen, was Sie wollen. Pirashki oder Krebel oder irgendwas. Aber ich brauche ein bisschen Zeit, so 10 Minuten vielleicht. Ich mache die Füllung fertig und der Teig rutscht sich ein bisschen auch aus. So. Und dann machen wir schon unser Pirashki. Gleich machen wir den Füllung fertig zuerst mal. So, jetzt mache ich den Füllung fertig. Ich habe 2 Packungen gehabt, 250 Gramm hier und 250 Gramm hier. Hier mache ich mit Frühlingszwiebeln und Salz. Und diese mache ich mit Zucker. Süße, mein Mann will solche. Deswegen muss ich jetzt verschiedene machen. Ich nehme ein bisschen so Salz, das ist 1/2 Teelöffel. So, hier rein kommt ein Ei. Und Frühlingszwiebeln nehme ich. Das ist die erste Füllung. Und hier mische ich das alles schön durch. Das habe ich fertig. Jetzt mache ich diese Füllung fertig. Ich nehme auch ein bisschen Salz. Salz muss man doch dabei machen. Und auch ein Ei. Und so 2 Esslöffel nehme ich Zucker. So, das ist unsere 2. Füllung. Die Füllung ist jetzt fertig, jetzt machen wir weiter. So, jetzt nehme ich ein bisschen Mehl so auf den Tisch. Und nehme ich den Teig raus. Der ist schön geworden, sehen Sie. Ich verteile ihn gleich auf 4 Stücken, dann habe ich nicht so große Stücken. So. Bei uns ist heute ein bisschen laut draus. Arbeiten diese Blätter zusammen. Fegen. Ich mache den Teig jetzt nicht so kräftig. So. So, 2 Stück lege ich gleich zur Seite und mit 2 Stücken mache ich schon meine Pirashki. Jetzt rolle ich so aus. So ungefähr 1 mm bis 1,5 mm, nicht so dick, lasse ich sie. Mehl brauche ich schon nicht so viel nehmen, deswegen immer ganz bisschen. Vielleicht zeige ich Ihnen, wie mache ich heute meine Pirashki. Jetzt nehme ich so einen Ausstecher und ich stecke gleich nicht aus, nur mache ich solche bisschen so, da sehe ich, wo habe ich diese, wo muss ich ausstechen. Zuerst mal mache ich das so. So. Jetzt habe ich 2 Teelöffel genommen und mache ich immer so in die Mitte, lege ich so aus. Alle. Jetzt muss ich
das zweite Teilstück auch ausrollen. Ich habe das zur Seite gelegt. Braucht Platz, jetzt deswegen habe ich zur Seite. Jetzt rolle ich das zweite Stück Teig auch aus. So. Jetzt nehme ich das zweite Teil und decke ich so ab. So. Jetzt mit den Fingern drücke ich das bisschen so die Luft raus. So. Seht man schon, wo sind meine Kreise. So. Jetzt nehme ich wieder meinen Ausstecher und steche ich jetzt meine Pirogi aus schon. So, lasse ich sie auch. Jetzt steche ich sie alle aus und dann backen wir sie. Und diese. Den Teig nehme ich wieder so zusammen. Und später kann ich ihn noch einmal ausrollen. Jetzt mache ich zuerst mal sie alle und dann zeige ich weiter. So, jetzt machen wir die andere Sorte. Eine Sorte habe ich schon fertig gemacht. Jetzt machen wir die andere Sorte wieder so. Zuerst mal so mache ich das. Ein bisschen weiter auseinander so. Jetzt kommt Käse rein. Die Pfanne habe ich schon aufgestellt auf den Herd. Zum Aufwärmen Öl reingetan schon. Jetzt mache ich diese fertig und kann man schon braten. Anfangen zum Braten. So. Das zweite Teil habe ich auch schon ausgerollt. So. Und steche ich jetzt aus. Wie erstes Mal habe ich gezeigt. Das kann man ein bisschen so aufmachen, dann ist das leichter. Genau. Manchmal schneidet das nicht durch, solche. Ohne zu kleben, sie stehen, das machen wir heute rund. So. Hier habe ich ein Brett mit Handtuch ausgelegt, ich zeige gleich Ihnen, und lege sie drauf. So mache ich jetzt sie alle fertig und wir können schon anfangen zum Braten. So. So viel habe ich schon gemacht. Jetzt mache ich den Rest noch. Das Öl ist schon heiß genug. Ich probiere immer mit Mehl ein bisschen. Nehme ich ein bisschen Mehl und streue sich ein bisschen rein. Gleich zeige ich Ihnen. Ganz bisschen so. Sehen Sie,
Das kocht schon, deswegen ist das Öl heiß genug. Und jetzt lege ich sie hier rein. Und backe ich sie eine Seite bis so goldbraun und die andere Seite. Fett habe ich viel reingetan, sehen Sie. So. Und die Temperatur habe ich ganz, ganz auf kleine Stufe gestellt. So. Sehen Sie jetzt aus. Noch ein bisschen warten. Gucken Sie, wie hoch sind sie geworden. So. Jetzt lasse ich sie fertig backen. Diese Plätze lasse ich noch, drehe ich sie noch einmal durch. Und so. Lasse ich sie noch ein bisschen braten. So. Die sind jetzt fertig, nehme sie raus und brate sie jetzt alle so. Kommt die nächste Reihe. Jetzt brate ich sie alle und dann zeige ich Ihnen. Ich zeige Ihnen so eine. Ach, guck mal. So hoch, so groß sind sie geworden. So, ich habe meine Pirschki fertig gebacken. So sehen sie aus. Gucken Sie. Das sind ohne Zwiebel, das sind mit der Zwiebel. Jetzt mache ich auch eine auf. Zeige Ihnen. Wie sehen sie innen drin aus? So. Der Teig ist locker, weich und schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt haben Sie keinen Joghurt, nehmen Sie Buttermilch, wie habe ich schon gesagt. Dann nehmen Sie ein paar Löffel Schmand noch dabei. Buttermilch ist immer 1%, glaube ich, Fett. Aber mein Joghurt war 3,5. Und wenn hat das Ihnen gefallen, versuchen Sie zum Nachbacken. Ich glaube, Ihnen gefällt das auch. Das schmeckt, die schmecken sehr, sehr lecker. Das sind diese ohne Zwiebel. So. Alles durchgebacken, schön. Schmeckt sehr lecker. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Wenn gefällt das Ihnen, abonnieren Sie meinen Kanal. Stellen Sie mir Daumen nach oben. Das ist immer wichtig. Schreiben Sie mir Kommentare. Ich war letzte Tage ein bisschen krank, habe ich nicht so Antwort gegeben, aber ich habe Herzen gestellt. Ich vergesse sie nicht. Und ich danke Ihnen, dass Sie sind bei mir immer, gucken meinen Kanal und schreiben mir Kommentare. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich sage Ihnen guten Appetit, alles Gute, bis nächstes Mal auf meiner Küche. Tschüss.